Heute bin ich auch nicht alleine, sondern nur Maino ist wieder dabei. Jo, servus. Und das Schöne ist, ich bin jetzt mit Momino hier dabei und es ist nicht OFM, sondern Minecraft, was wir heute machen hier. Hoppala, Und ich habe einen Fehler gemacht. So, jetzt. was? Es fängt gut an, wenn du einen Fehler machst, fängt es immer gut an. Nein. Ja, das im Prinzip, was wir schon Multiplayer machen, nämlich alle Items sammeln, wollen wir jetzt im Singleplayer probieren. Und Gegeneinander. richtig. Und bevor ihr jetzt sagt, Mensch, Aprisos, warum musst du alles in Battle umwandeln? Die Idee, also ich wollte sowieso schon alleine spielen, All Items. Und dann kam Momino um die Ecke, lass uns das doch gemeinsam alleine spielen und so gegeneinander. Also die Idee, das dann gegeneinander zu spielen, kam diesmal nicht hauptsächlich von mir. Das möchte ich von vornherein schon mal sagen. So, und wo ich auch noch einen großen Dank abgeben muss, das hatte ich auch schon im Multiplayer gesagt, aber das mache ich hier gerne nochmal an The Yo Gaming, der das Ganze, also diesen Mod noch angepasst hat für unsere Singleplayer-Aktion hier. Aber das ist jetzt schon viel Gerede. Ich denke mal, ihr wollt sehen, wie wir spielen. Oder Momino, du hast auch Bock. Sicher. Und die Also. restlichen Regeln erklären wir dann im Spiel nebenbei noch. Wir haben uns dann noch so ein, zwei zusätzliche Regeln oder Sonderregeln überlegt, wie auch immer man es bezeichnen mag, ne? Jo, Ja. da. Wichtig noch zu sagen, ist, wir starten die Welt wirklich jetzt zum ersten Mal. Wir haben noch nichts gesehen. Richtig. Wenn Ja. die Welt scheiße ist, dann müssen wir auf Yo Gaming scheißen, weil der hat die Genau. ausgesucht. Wir haben beide dasselbe Setting, wir sind beide auf einem Singleplayer unterwegs. Richtig. Also, Auf der ja, eigentlich. 18.1 muss man sagen, ne? Also Genau. das noch erwähnen, weil mittlerweile gibt es die 18.2 und wenn da Okay. neue Items dazugekommen sind, dann dauert das halt noch einen kleinen Moment, bis wir die hinzugefügt haben und wir spielen auch mit dem Minimap-Mod, wie man gleich sehen wird, der müsste natürlich dann auch erst auf die 18.2 und dann können wir überwechseln, aber beginnen tun wir mit der 18.1. Jo, dann würde ich mal sagen, ich zähle mal runter von 3 und dann springen wir mal in die Welt. Ja, mach 3, mal. 2, 1. Sie lädt. Sie wird eingelesen. Reading Data World. Puh. Bei mir dauert es ewig. Ich bin schon bei 0%. Das ist voll drauf. Ich habe auf bei 1 schon geklickt. Ah, ich war böse. So. Gut. So, und jetzt als erstes erstmal ein Ich sehe Wegpunkt. eine Birke. Ja, ich auch. Startpunkt. Ich bin drin, ich warte so. Bist du? Wenn So. du drin bist, ich Bestätigen. sehe. So, Alles jetzt. klar. Ja, und wir müssen die Ich habe. Function Start noch ausführen. Steht ja auch oben, ne? Nein, nein. Nö, also ich habe schon Swords dabei. Okay. Und ich spiele schon Oh. 30 Sekunden. Okay. So, So, aber dann das fangen wir mal heißt, an. legen wir mal los, würde ich sagen, ne? Und während ich hier das erste Holz abbaue, kann man ja auch schon mal so nebenbei sagen, weil das ist ja ostspannend, hier das Holz abzubauen, dass wir auch uns gesagt haben, aller 50 erreichten Items schauen wir mal, wie, hier ist ja auch noch, wie ja, halten wir die Zeit sozusagen mal an und gucken mal im Vergleich, wie lange hat der andere gebraucht. So. Zack, zack, zack. So, na komm. Oh, ja, grundsätzlich ja, halten wir dann die Zeit an, schauen wir, wie ungefähr zeitmäßig ausschaut, wie lange das der für das gebraucht hat und der andere. Was noch ist, wir dürfen dreimal im gesamten Spielverlauf Ich hab's Wooden Sword. ein Item überspringen. Abrisus war für mehrmals, na, fünfmal haben wir es gesagt.
Aber das Betrieb für mich ist eigentlich das nur für den Anfang, wenn man da noch nicht so viel hat. Wenn man als zweites zum Beispiel die schönen Potions kriegt oder Lingering Potion zum Beispiel. Nicht so lustig. Aber dann sagen wir, ja, dürfen wir einmal, also dürfen wir überspringen, das Item überspringen und ein neues nehmen. Wenn wir ein Item nicht bekommen können, das was drinnen wäre, was nicht craftbar oder nicht erspielbar ist, dürfen wir uns das über einen Command geben. Hoffentlich funktioniert das. Ich Das weiß funktioniert, nicht, ja. ob das richtig funktioniert. Ansonsten haben wir Support. Genau. Und Ja. ja, das waren. Genau. Und wir müssen an unserem Startpunkt, wo wir jetzt gestartet sind, müssen wir ein Häuschen bauen mit 21 Kisten, Doppelkisten, und die Items, die wir jetzt hier sammeln, reinlegen. Also die dürfen wir dann auch nicht verwenden, sondern müssen die dort lagern als Beweis quasi. Also wenn wir jetzt eine Red Chest Plate zum Sammeln haben, können wir nicht hergehen, so, ja, ich habe jetzt die und zieh's an. Nein, die muss in die Kiste. Das macht die ganze Also Sache doppelt noch. so viel Netherite farmen, juhu. Ja. Und was ist dein zweites Item? Freude. Da geht es jetzt. Ach, Weil keine Ahnung. das ist ja bei uns auch zufällig, was Ich ist. möchte mal das Schwert machen. Ich habe das Schwert noch nicht gemacht. Oh je, Oh, ich ich habe weiß das nicht. schon gemacht. Ja. Naja. Und ich weiß Ich auch, bin was mein Schiffsmann. zweites Item ist. Ich auch gleich. So, ich gehe mal kurz mal da rein. Splash Potion! Echt? Ja, natürlich eine Potion! Na, Alter! wird gleich übersprungen? Wird gleich übersprungen? Alles war. Nee, ich hab da ja vielleicht noch fast das Bessere losgezogen. Ich habe Jungle Stairs. Also ich brauche einen Dschungelbaum. Das ist, glaube Ja, dann ich. such mal Dschungel. Das ist, glaube ich, noch ein Tick einfacher als jetzt gleich so eine Potion. Oh ja, denke ich auch. Oder willst du sie überspringen? Nö. Nee, die wird Schauen wir mal. eiskalt genommen, ja, ne? Natürlich. Braucht man eh alles. Ich Ja, kann wie du auch nicht verschulden hast. gleich mal Aber ich auf soll. die Minimap schauen. Erkennt man den Dschungel irgendwie? Also, ich habe keinen gesehen bis jetzt, also du bist schon weitergelaufen als ich. Nee, 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 ich gucke auf der Minimap. Das Ah, könnte. aber da habe ich. Ich guck da mal. Ich mach dann schon mal eine Reise, aber jetzt hier auch erstmal gucken, dass hier erstmal das Grundsätzliche, ja, des Überlebens gesichert ist quasi. Was auch wiederum, ach ja, und Yogaming guckt auch zu. Ich glaube, auf der Map darfst du eine Weile suchen. Ja, mal gucken. Erstmal gucke ich, ob hier Fische sind. Ja, da sind Fische. Dann kann ich mir die nämlich schnell mit meinem Steinschwert, denn das Holzschwert darf ich ja nicht verwenden, gleich mal jagen. Gleich mal in die Kiste reingeben, nicht, dass du es unabsichtlich auch noch als no, Brennstoff hernimmst. Ja, dazu müsste ich erstmal eine Kiste kräften. Ich mach hier erstmal Fischjagd. So. Ach, das fällt hier auch noch runter. Ach, verflixt. Dann. Nebenbei, ich, aus Erfahrung gebe ich dir einen Tipp, wenn du mal ein Bett hast, um 18:32 Uhr kannst du frühestens schlafen. Dann zählt es als Nacht. Ah, oh, geil, hier ist Zuckerrohrklei. Oh, gleich geschaut. Gleich Streamspine machen. Ja, ich bin ja auch gespannt, wie wir hier dann zu Wolle kommen und zu überhaupt zu Village schon dann. Das wird auch wieder so eine Sache.
Weil erstmal ersichtlich sehe ich jetzt hier keins. Kein Dorf, so in unmittelbarer Nähe zumindest. Ich glaube nicht, dass es uns Jo sehr leicht gemacht hat. Glaube Der wird ich sich auch schon den nicht. richtigen Zug rausgesucht haben. Genau, der wird schon geguckt haben. Also das vermute ich auch. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. So. Vor allen Dingen, weißt du, was Bürger auch bedeutet? Es kommen keine Äpfel runter, ne? Genau. Das ist auch noch mal so eine kleine Gemeinheit. So. Wunderschönes Häuschen. Ja, jetzt tut er wieder so, als hätte er kleine Häuschen. Zack. Lassen wir noch abstimmen, einen Bautest auch noch dazwischen einbauen. Wir haben ja noch nicht genug zu tun. Was meinst du jetzt? Einbauen, hä? Das habe ich jetzt nicht Einen ganz. Bautest, dass wir einen Baucontest machen. Es, ja, Was du. vorgeschlagen werden kann, was wir bauen müssen noch dazwischen. So eine Pyramiden von Gizeh oder so Sachen halt. Kleine Kleinigkeiten. Ja, so ganz unbedeutende Dinge, ne? Oder der Koloss von Rhodos. Ja. So. Falu fragt, glaube ich, um was geht. Ja, wenn man zu spät einschaltet, dann hat man schon alles verpasst. Ja, wenn man nicht rechtzeitig zur AZZ-Zeit kommt, also Falo, echt, hätte ich jetzt nie von dir erwartet. Nee, es geht im Prinzip darum, das, was wir Multiplayer jetzt schon gemacht haben und was ja morgen Abend dann wahrscheinlich fortgesetzt wird, dass Momaino und ich das im Singleplayer machen auf derselben Map, also im Prinzip so ein bisschen Silty auf Minecraft. Und schauen dann mal, wer von uns beiden eher alle Items zusammen hat. Das ist der ganze Witz an der Sache gerade. Wer als erstes die? Ich habe gerade. 1000 irgendwas. Ich sehe gerade nicht, wie viele Items das ist. Ich habe den Timer da. Ja, der Timer hat irgendwie die Anzahl überdeckt, aber YoGaming kann es bestimmt sagen. Es waren irgendwas 1000 noch was, also 1000, knapp 1050 oder Jetzt sowas. Richtig hier den ganzen Wald erstmal runter. Und ja, YoGaming, ich spiele nicht zum ersten Mal mit Minimap, aber es war schon sehr lange her, als ich mal Minimap hatte. Das muss ich auch sagen. So. So, die Sonne geht bald unter. weiß nicht, wie das ich trachten wollte. Eine zweite Holzart wäre noch schön. Ja, ne? Hat uns hier voll in den Birkenwald gesetzt. Jo, gut. So. Zack. So. Gut, Außenarbeiten soweit erstmal erledigt. Wirklich so, dass wir eigentlich die Spitzhacken zum Brennen werden wir können. So, zack, zack. Und Schild war ja. Uff, ich weiß gar nicht, wie weit der Prisus ist. Aber ungefähr gleich alt, ja. Ja, seit 10 Minuten jetzt gleich 11 Minuten an den Jungle Stairs dran. Nee,
Vom Alter her, Fallo meint. Ach so. Nee. Dass du es Asche vielleicht nicht cringe. mehr erlebst, wenn wir hier das fertig werden. Ach so, ach. Ich habe das Gefühl, Moomino, die unterschätzen uns irgendwie komplett. Und Weißt du? ich. Dankeschön. So. Ach nö. Ah, nicht schon wieder. Ich trage gleich um. Ich trage gleich mal um. So. Ja, nur so. So, jetzt schon mal die Kiste Das wird für sein. die Items hingestellt. Das Haus kommt dann später. Erstmal muss es so gehen. Angst, ist das auch mal kaputt? Es wird jetzt auch in, also wie wir das weiterspielen wollen, wäre wahrscheinlich noch interessant. Also wir fangen jetzt gemeinsam zwar mit dem Stream an, dass wir die erste Episode jetzt gemeinsam haben. Aber werden dann vermutlich getrennt weiterspielen, also jeder streamt, wann er mal selber Zeit hat. Genau, aber wir werden uns, denke ich mal, auch immer mal wieder zum gemeinsamen Stream treffen. Das wird, denke ich mal, auch hin und wieder mal vorkommen. Von daher, weil wir haben uns auch so überlegt, ab und zu so vielleicht, wenn wir dann den Zeit haben, aller 50 Items uns zu vergleichen sozusagen, dass wir dann auch sagen, hey, kleinen Abstecher mal auf die andere Map, um zu gucken, wie es bei dem aussieht. Mal schauen. So. Das Klei hier noch ein bisschen besser. Dann schauen wir mal, wie schnell wir sterben können. Sehen du ich hier gleich mal gar nichts? Ja, natürlich, Falo ist es glücksabhängig, natürlich. Aber in dem Sinne, ja, ist die Frage, wie sehr man sozusagen dieses Glücksabhängige dann als Vorteil oder Nachteil sieht. Also, ja, ich habe jetzt vielleicht mit den Jungle Stairs erstmal vielleicht das einfachere Item. Aber ich muss ja auch erstmal Dschungel finden. Ne? Also von daher gesehen. Ha, besser. Ach du Schöne. Oh, hallo? Bin ich zu dumm? Ja. Bin dumm. Ach, rein da. Ja. Schöne Aussicht. Sehr schön. Hm? Nix, nix.
Ich habe nur was Schönes gefunden. Opfer. Vielleicht. So. Ende. Ich bin blind, glaube ich. Ich ja Nicht. das Objekt der Begierde. Eins. Bist du mich jetzt? Aua, das tut doch weh. Frage ist, wo hatte ich jetzt eher die Chance, hier was zu finden? Okay, dann uns mal hier rüber. Bisschen Schutz ist auch manchmal nicht so verkehrt. Wer hat das Geschenk gefunden? Geschenk? Yogi meinte, da hat jemand sein Geschenk gefunden. Okay. Wen meinst du damit? Meinst du mich oder Momaino? Ja, Besuche, ja, das Man kann reinkommen. müsste man sich überlegen, ja. Ist die Frage, was man halt unter Geschenk versteht, ja. Ah, die Höhle. Ja, aber auch die muss man erstmal erkunden können. So, ohne irgendwie großartig Rüstung und so, ne? Das ist halt ein gewisses heikles Unternehmen. Da kommt nämlich schon der Erste, der mir ans Leder will. Hat die Steine nicht in so Kommt der nicht hier nicht. hoch oder was? Hallo, kommst du? Ja, jetzt kommt er. Komme ich auch nicht ran. Ah, verflixt. Nee, das bringt hier so noch nichts. Ja, ich auch komplett ohne Nahrung, ne, ist halt Kacke. Aber danke für das Geschenk. Alter, die wir finden müssen, siehst du oben. Oben, ganz oben mittig. Das sind die, die wir als nächstes finden müssen.
So, jetzt doch mal den einen, den ich hier habe, rein. Oh, wieder Tag. Komm, gib her. So. Fischis. Ich kann mich fischen. Ja, ne? War eine gute Idee, ne? Weil wenn du hier keine Äpfel hast, dann musst du halt mit Fisch auskommen. Fisch ist mir lieber als Apfel. Okay. Das wird mehr. So, alles beschissen hier. Ah, 1000, oh, 1123 Items hatte da drin. Ah. Ich glaube, ich öfters das geswitcht teilweise. Ja, Alle 15 Sekunden in der Box. Ah, sehr Ah, gut. okay. Oder wenn du ein Item machst, dann wechselt ihr auf die insgesamt Anzahl. Fische, bleibst du! Oh. Uiuiui. Hast du das große Loch gefunden? Ja. Oh. Gut, ich Uiuiui. dachte eigentlich, du findest das Loch, bevor du da aus Versehen reinbuddelst. Tja. Spring da runter. Da ist Wasser. Ja, aber um das Wasser geht's mir jetzt gar nicht. Mir geht's erstmal um Warte. was anderes hier. Was kann ich Eisen hier? sammeln ist halt auch gut. Wir haben übrigens, ich weiß nicht, wie es ist jetzt, Schatz, wir haben in Minecraft einen Link, eine da, wo man beide Streams sieht. Also. Ja. Wo man beide so parallel auf einem Bildschirm sieht. Sieht, wie beide verkacken. Ist das hier? Nee, ne? Aber ich sammle es schon mal ein. Es ist Holz. Schwarze Eiche, genau. Kommen wir damit bis hoch? Natürlich nicht. Fressi, fressi, fressi! So, zack. Den bauen Junge, wollte also ich ja Kind, eigentlich. theoretisch schon ausgegeben für Doppelkisten, dass wir jetzt wirklich brauchen. Für alle Items, wenn wir die alle lagern wollen. Werdet ein paar Doppelkisten brauchen. Nein, also jetzt nehmen wir 6. Ja, wir brauchen mehr als 21. Ja, wird halt ein gutes, großes Gebäude. Oder ein großer Keller. In meinem Fall zum Beispiel, ich mache es im Keller. Okay. Dann suche ich das Loch. Die Unterwasserhöhle, die interessiert mich eigentlich eher nur so semi. Ich spiele gerade parallel zu euch und mein erstes Item ist Cobblestone. Was? Naja, ich habe ja noch relativ Das macht Glücks, gar nicht. sag ich mal, mit meinem Item. Momino hat da ja wirklich das Schwierigere abgekriegt. Also, ich will nicht viel zu vorgreifen, aber momentan schaut es aus, als würdest du die ersten 50 Items kriegen. Ja, weil 50 wer braucht ein weiß, ganz normaler. eben, wer weiß, was ich dann als zweites Item und so kriege. Ja, aber du wirst die Potion gleich mal weiterdrucken, weil du Schisser bist. Nö, ich werde mir auch genau überlegen, wann ich das einsetze. Also, das werde ich mir dann überlegen, wenn es soweit ist. Ich glaube, fürs erste mal genug Fisch. Genau, mein Fisch. Komm nur auf. So Wasser einsammeln ist eher nur so. Da verliert man so viel. Wir nehmen da übrigens auch Wetten, wer als erstes stirbt. Ja. Das Loch nur leicht.
Das ist jetzt Oh, das ist das Schutzeiche. Loch. Ah, schön. Gut. Ich habe sie auch gefunden. Ja, Und wo ne? sind die von der weiten Waage? Irgendwas sagt er gescheit. Stehen hier so. Viertes Item, Warp Was? mein drittes Item sind die Warp Planks. Das geht auch Das noch. blaue Holz. Ja, wenn du aber keinen blauen Wald findest, dann wird's lustig. Okay. Ungefähr genauso schwer wie eine Potion. Würde ich jetzt mal so was drauf. Ja, bei der Potion, da musst du erst mit Festung und dann die Gegner finden. Haben. Oder eine Festung ist eigentlich auch nicht gerade leicht zu finden. Die oben auch nicht. Wenn ich gleich Glück hast, ist es sehr Glück passiert. Minute. 3 Minuten nicht. Delfin. Ey, alles findest du hier, aber. Was der Häselbahn. Hardware. Jetzt 3 Minuten. Und das haben wir noch einmal, das ist da. Okay, dann müssen wir das doch anders machen. Kann man nicht dieses Unterwasserzeug auch essen hier, diese Ranken da? Kelp, ja, aber du musst es brennen. Boah, das geht ja gerade das. Hier kleiner das. Dass man da wieder aufkommt. Irgendeiner einer Prüfung verzweifeln. Nee, ich überlege halt, ich habe zwei Eisen. Ob ich mir damit schon irgendein Eisenschwert mache oder nicht, aber ich habe es jetzt erstmal gelassen.
So, ich habe nach 5 Minuten schon ein Bett und 6 Eisen. Habe ich Okay. gerade vergessen, vor allem. Ich glaube, Fallo ist mein erster Stream-Zuschauer. So. Ah! Okay, Fallo hat die Schon. Wette gewonnen. Oder gewettet, dass du stirbst? Glückwunsch, Fallo. So besser zum Disco. Ein Anton Weber. Jutta. Oh. Wunderbar, Creeper. Ja, pass auf, der explodiert. So jeder. Er ist. Was? Die explodiert? Ja. Wollen wir doch mal schauen, was Abrisus gerade macht? Er ist gestorben. Er ist gestorben? Oh. So viel ich gerade mitgekriegt habe. Ja, das war nicht nett. Weil diese scheiß Höhle hier zu erkunden, das wird wieder kniffliger als gedacht. Da machst du doch nicht. Macht das nie. Und der Multiplayer sucht dir eine Höhle, da kannst du besser die Item, die Eisen farmen und so, ne? Und jetzt, da machst du doch nicht. Ich hab da nichts dazu geschrieben. Der Multiplayer muss jetzt noch in deinem Haus rumstehen. Warmste Eisen. 6. Das werden wir ja morgen sehen. So, wupp, wupp, wupp. Dafür habe ich einen Knochen jetzt. Juhu. Herzlichen Glückwunsch. Ah, kein Wunder, dass es bei mir ruckelt. Wieso streamt wieder bloß mit einer Qualität? Hä? Ist das schlecht, oder? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, du streamst auf 1080p. Nö, das kann nicht sein. Oh. Doch, steht doch hier Qualität. 1080p Quelle. Und das kann man nur als einziges auswählen. Oder automatisch. Ja, weil es muss ich leider zustimmen. Echt? Ja, ich sehe es doch hier. Ein Axolotl. Und dann ruckelt bei mir das Bild. Aber ich. Haben wir Axolotl einmal drin? Weißt du irgendwie den. Ach, jetzt möchte ich die Decke höher. Ja, wir haben ein Axolotl einmal. Ja, ich kann es jetzt eh gerade nicht ändern. Ich mache das später. Hab's gehört. Ja, das hat irgendwas mit den Einstellungen am Anfang des Videos zu tun, Abrisus. Ja, das kann ich jetzt bloß nicht im Laufe. Ich dachte bloß, bei Factorio und Co. hatte ich es eigentlich schon mal eingestellt. Da dachte ich, das übernimmt er, aber scheinbar jetzt nicht. Jimmy Creeper überlebt. Oh, noch ein Creeper. Aber mein Problem ist halt im Moment, dass ich höhere Qualitäten nicht schauen kann, weil es dann bei mir ruckeln tut. Okay. Das ist aber blöd, aber was will ich da machen? Ja, das stimmt auch. So, das noch Quatsch hier. Oh. Ist das mal ein sicheres Eisen aufbauen dort? Also, Abrisus, da hättest du auch einen Block neu setzen können, ne? Naja. Tatsächlich 15 Scheiben zu machen und dann um 15 wieder in die Truhe zu legen. Es geht doch so oder so kaputt. Ich wollte bloß rausgucken können. Wann man Tag wird, sozusagen. Um mehr ging es mir ja gar nicht. So, sehr oft, wenn man Web anzeigen lassen. Was für ein Mission spielt ihr? 1,8? 1.
18. Dann müsstet ihr doch auch das, dann müsstet ihr doch schon niedriger gehen können als 0, oder? Ja. Richtig. Sicher. Und Abrisos, wenn du Eisen suchst, ist besser, wenn du auf hohe Gebirge gehst, da kriegst du eher Eisen Ja. als in der Zwiebel. Jetzt lass doch mal den Abrisos spielen. Ich Kann ich will ja bloß skillen, oder? tippen. Der kann schon alleine einfach sagen. Ja, ne? Ich weiß nicht, ob der Anton jetzt schon mitbekommen hat. Wir spielen da gegeneinander, der Abrisus. Ja, aber ich will ja nicht, dass der Abriso sich ganz so noobig anstellt. Okay. Ach ja, ich wollte genau das, wollte ich genau. Da hat er doch zwei Eisen. Für ein Eisenschwert langt's doch. Ja, aber ich glaube, das spare ich mir noch. Aber der Lich mit der Nasenschwert craftet, bevor es Ja, verloren geht. Eisen. So. Wupp, Jemand die Koordinaten, wo Abrisos ist? wupp, wupp. Auf der Minimap Ja, her. oben rechts. So, irgendwo bin ich da einer gefallen, Jetzt ja. hat er sich ein Boot gekraftet. Wir sehen's. Ja. Ich glaube, damit kann man hier schneller was erkunden als ja, Ja, es ist sehr viel Wasser. durch die Bäume zu laufen. Ich glaube, da ist das die bessere Variante. Das kann ich auch schon mal reinhämmern. So, aber ansonsten halt mit Essen sieht es mau aus, aber Das muss ich naja. wieder. Meine Fackeln sind aus. Da war nirgendwo Eisen, habe ich früher nicht gesehen. Abrisos baut ja doch eine Kelpfarm. Abrisus und Farmen bauen. Die Kanne. Ja. Die einfachen Kanne. So. Wieder. Am besten setzt du dich jetzt da mit dem Boot in diesen kleinen Pool rein. Und dann? Und dann kannst du da immer wieder hin und her schwimmen mit dem Boot. Und. Der hat. Jesus, hast du mich nicht vorhin beschwert, dass du keine Äpfel bekommst? Also ich hab schon drei. Und ich habe zwei Bäume abgebaut. Okay. Und habe drei bekommen. Naja, ich muss mal Brisus dazu ein bisschen verteidigen. Er hat bei sich vorne hauptsächlich Birkenbäume stehen. Ich habe Das auch kenne ich. schon Ja, andere abgebaut, so ist es nicht. er muss 5 Meter nach hinten gehen und da hat er einen riesen Schwarzeichenwald. Tschüss. Da gibt es so etlich viele Äpfel. Ja, er könnte sich auch eine Angel bauen und fischen, ne? Habe ich ja schon gemacht. Er kann ein. Oh, das habe ich gesehen. Da. Scheiße. Ah, Scheiße. Aber ich bin mir gar nicht sicher, nachts beißen nachts auch Fische? Oder geht das Ja, nicht? Ja. die beißen auch nachts. Erstmal, natürlich, das Erste, was man kriegt, Rottenflesh. Natürlich. Was da ist. Was du auch machen kannst, ist, du nimmst zwei Wassereimer, mixt dir eine unendliche Quelle in deiner Höhle und kannst da auch angeln. Ja. Da beißen auch Schlüssel. Ja. Wenn man so das Oh, Eisen dafür hätte. irgendwer macht ein Schwert und klopft aber Fische weg. Ich will es nur gesagt haben. Ja, Oh, ja. knapp. Wer jetzt So. hoffentlich hinterher so Strom und Wasser Ich geschossen, hatte. oder? Oh, hier sind gleich zwei Ersoffen hinter mir Die war schon. her. Aber jetzt will ich erstmal das machen, was ich ja eigentlich mit dem Boot machen wollte. Nämlich ein bisschen hier die Küste entlang fahren. Google das bei mir. Ist super, wenn man den Tipp von Falo beachtet, dass man sich einen Ofen mit abnimmt, aber dann die Kohle vergisst. Oder beziehungsweise Holz vergisst, dass man sich Kohle macht. Ganz tolles Kino bei mir. Wieso ist mal was anderes? Der Moskito hat gesagt, du kommst heute noch auf den Server. Factorio-Server, ja, muss ich gucken, wann wir hier Feierabend machen. Vielleicht komme ich nochmal ruf, ja.
Mal gucken. Und dann gesagt, er hat dann zu mir gesagt, du würdest heute mal vorbeischauen. Ja, das war auch erstmal so der Plan. Wenn ich jetzt nicht mit Momino hier angefangen hätte, hätte ich das gemacht. Sofort. Aber so haben wir jetzt erstmal angefangen, weil Momino heute durch widrige Umstände halt gerade mal Zeit hat. Sozusagen, dass wir, gemeinsam. Sonst das, keine Zeit nämlich. Ich sag ja nichts dagegen. Ich habe ja bloß nochmal nachgefragt. Ja, ja. So. Machen Sie noch einen Ofen da. Ach, jetzt ist es da. Moment. Moin. Und hallo. Ja, wenn da nicht spricht, dann kommt er. Wie, ihr habt noch nie über mich gesprochen? Das wusste ich gar nicht. Ja, so vor zwei Minuten. 2 Stunden. Irgendwann haben wir schon über dich gesprochen. Ich hoffe nur das Beste, weil sonst habt ihr euch gelogen. Immer, immer. Höchstwahrscheinlich. Wie ist das denn jetzt geregelt bei euch mit Item skippen, würde mich interessieren. Kann man beliebig skippen oder wie läuft nein, das überhaupt? Nein, wir haben uns. Ja, fünfmal, Entschuldigung. Ja, fünfmal darf man Item skippen. Aber nicht mehr. Gesamt. Genau. Ihr könnt theoretisch mehr Splash Potion wegskippen, ja. Dann wär's aber nicht bekloppt. Aber irgendwann, wahrscheinlich kriege ich dann noch eine Lingering Potion. Ja, spielt ja auch keine Rolle. Ich meine, es ist ja kein Wettlauf, wer der zweite Item macht oder so. Also, du musst ja eh das Zeug dafür haben. Von daher bringt das keine Rolle. Gerade die ersten 10, dass man vielleicht ein bisschen eine Ausrüstung hat. Ja gut, Ausrüstung oder so, das habe ich. Ja, aber für die Items will ich jetzt noch nicht viel gehen. Das kommt später automatisch. Naja. War nicht mal so schlecht. Und wie ist das, wie lange spielt ihr dann, wenn ihr einzeln spielt? Ist das egal oder weil im Grunde gewinnt ja der meistens Zeit investiert? Ja, wir gucken aller 50 Items, schauen wir mal, wie die Zeit ist und so, vergleichen so ein bisschen. Spielstunden gucken. Ja, wir haben hier den Spieltimer haben wir mitlaufen. Wir haben einen Timer mitlaufen. Wir spielen jetzt 34 Minuten. Ah, 45. Ja. Weil danach müsst ihr eigentlich vergleichen, weil wie gesagt, die Items, die kommen nachher mal rein. Das ist, wie gesagt, das erste fertig. Also wer zeitmäßig als erster fertig ist, ist das Ziel. Genau. Grundsätzlich. Also es wird ein bisschen dauern. Ein bisschen ist gut. Sehr gut. Also mit Glück seid ihr bis zum Ende des Jahres fertig. So schlimm ist es auch nicht, nur drei. Es gibt doch warum, wenn man die Potion hat. Wie schnell der Abrisus streamen kann. Ich habe grundsätzlich mehr Zeit zum Streamen als er. Oder ich nehme mir mehr Zeit, würde mir mehr Zeit nehmen. Oh ja, das werden wir alles sehen dann. So, über Fakten. Die ganzen Schrottgemünde. Wie Tropfenfische schon. Ah, Brot! Brot! Brot? Ja. Gefunden. Nö, ich habe noch Brot gefunden. Ja klar, habe ich ein Dorf gefunden. Ja, ist mir schon klar. Muss ich nicht 20 Minuten noch gefragt, oder? So. Was war unsere Dangerkiste her? So ist die Frage. Hier läuft gar keiner rum. Sind die alle hin?
So hohe Höhlen, also ein Traum eigentlich zum Verzetteln. Zumindest sind hier Betten. Das ist schon mal. Ah, da ist der erste, ja. Hallo. Da kann ich nämlich jetzt auch mal pennen gehen hier. Das ist doch schon mal schön. Ist das Dschungel? Ne, ein Fichtenstamm. Ah. Nehmen wir mit. Schrecken noch mal so. Kleines Mistfichte. Aber ich. Wissen Sie, dass ich beim Uhr gehabt habe? Sind auch Pilze? Ich denke. Aber hier so haufenweise Kleine, okay. Okay. So, dann mache ich mir mal hier einen schicken Wegpunkt. Dorf. Oder nehmen wir es kleines. Hat doch bestimmt. Was? Hat doch bestimmt Yo Gaming seine Finger drin, weil so viel kleine und keine kaum erwachsene Bewohner sind. Ja, ne? Nee. Ich bin nicht sehr weit vom Spawn weggereist. Ich bin eigentlich nur rein, habe den Startbefehl ausgeführt und bin dann raus. Okay, also aus einem Dorf nichts gemacht. Wunder mich, weil ich sehe da wirklich extrem viele Junge und nur ein, zwei Erwachsene. Ja, wurde genau. Das sieht wie so merkwürdig aus, habe ich nie so gesehen. Ja. Oh. Vor allem vier Kinder auf Mal. Das ist ja doch nur ein Riesendorf. Ja. Dann hat Apriso vielleicht Glück gehabt. Ist auch wieder bloß Birkenwald. Alter, wo ist denn hier mal Dschungel, ey? Hab mir gerade mein Abendessen auf die Füße fallen lassen. Ich hab Brot, ich brauch keinen Apfel. Ich hätte gern Dias. Ob du ein Apfel isst oder nicht, ist mir egal. Mir tun jedenfalls jetzt die Füße weh. Und ein Apfel. Nee, von der Dose Ravioli. Achso. Den habe ich mir auf die Knie fallen lassen. Weiter. Warum tut man denn das? Das tut doch weh. Ja, habe ich auch gemerkt. Reinblöcken. Habe ich auch gemerkt, dass das weh tut. Seid so intelligent. Ich komme wieder nicht auf den Server. Glaubt mittlerweile die Ursache gefunden zu haben, warum ich nicht auf den Server komme. Warum? Liegt dann deine Hardware von 2001 oder was? Ja, erstens liegt es an den Arbeitsspeichern und zweitens bei uns fahren zu viele Züge durch die Gegend. Und so übers Kabel drüber, das? Was? Kabel? Er meint, glaube ich, Ingame-Züge. Was? Aber die Probleme hattest du auch schon, wo noch keine Züge gefahren sind. Also von daher ja, aber da hatten wir aber auch massenhaft Drohnen. Jetzt haben wir so gut wie keine Drohnen mehr, und aber dafür im Verhältnis massenhaft Züge. Ja, Züge waren eigentlich relativ effizient. Ich schlafe jetzt erstmal die Karte runter. Da kann ich immer noch im Singleplayer nachschauen. Jo, was hast du uns da für eine Höhle vor die Füße gesetzt? Ja, ne? In der Höhle bin ich halt auch schon gestorben, ja. Ja. Ich mein's ja für reicht. Wie ist noch auf dem Land? Auf jeden Fall besser als eine Wasserhöhle. Wasserhöhle haben wir doch. Enderman. Ich habe immer noch ein Trauma von der Wasserhöhle. Hm? Ich habe immer noch ein Trauma von der Wasserhöhle. Da will ich nicht so schnell wieder hin. Da haben uns auch wirklich beide angestellt. Ja.
Setzt einen Orb neu und einen Delfin, dann könnt ihr da tauchen, solange ihr wollt. Nicht, wenn da so viel droht, einen verfolgen. Mit 80 Dreizacken. Doch, durch den Dreizacken. Anstatt dass wir einfach das andere Ende des Tals gegen uns darunter buddeln, was ich denn letztendlich gemacht habe. Ja. Hat mich, glaube ich, 14 Tode gekostet. Ja, ist halt Zufall. Hast ja hier im Stream auch gesehen. Beide gehen so, buddeln so runter. Aprisus findet die Höhle, also die richtige Höhle. Und Nomaino kriegt da voll die Wasserhöhle. Ja, gehört nicht. Richtige Höhle kann man. So. Ja, mittlerweile hast du es auch, aber ja, du hast ja auch jetzt eine Wasserhöhle. Nein, das war ja die Höhle tatsächlich. Da habe ich aber dann gesagt, nö, morgen nicht. Dann habe ich mich runtergebuddelt und dann ist der Jo, hat dann die ganzen Tiers aus der Wasserhöhle rausgefischt. Ja, die ja. Unten gesucht habe. Du warst viel weniger Dreizacke, als ich mit nach Tiers gesucht habe. Als ich dann einfach nur einen Tunnel durchbauen wollte, waren noch einfach 13 Dreizacktypen da. Das war dann auch irgendwie nett. Was hat denn da schon irgendwie gebaut? Aber es ist wirklich erstaunlich, wie gut dein Stream läuft normal und wie grausam Prisus sein Stream von der. Also von der Prisus habe ich irgendwie so 1 bis 2 FPS aktuell in diesem Multistream. Ja. Ich habe keine Ahnung, ich habe nichts eingestellt. Also ich habe einfach Stream starten. Ja, aber die klappt ja auch alles. Alles okay. Und wie gesagt, bei Prisus ist dann rein die Show. Ich schaue gerade ab, der Stream an sich, der ist wirklich am Abkacken. Echt? Das habe ich auch schon ab gesagt. Aber die letzten Maler, also. Die Qualität ist scheiße bei uns. Herr Prisos, schau mal in OBS rein und guck mal, wie viel ausgelassene Frames der hat. Da schaue ich gleich. Mailer vorher Nachrichten. Kaputt. Ah, Kevin sagt aus, Diafo. Dankeschön. Eventuell sollst du wegen mal kurz mal OBS gucken. Ja, mache ich gleich. 10 Jahre später. Jetzt schon beschossen da. So, plus mal hier auf die freie Fläche fahren, damit mich nie nebenbei irgendwas abschießt. Oh, ha. Der Ghost. Fallo? Ja. Ich habe die Map auch mal abgesucht. Ich habe auch nichts gefunden. Ja, war mir schon klar, weil ich dachte, ich kann auch nichts finden. Definitiv nicht. Ja, werden aber im Stromnetz deswegen trotzdem angezeigt, ne? Jo, ich weiß. Ich habe auch mal geguckt. Ich finde es auch nicht. Aber sag noch nicht, um was es geht. Ausgelassene Frames 0. 0%. Du hast einfach einen schlechten Rechner. Nee. Oder es erklärt einfach, ich bin in Österreich, du in Deutschland. Ja, in Ostdeutschland. Nur dazu. Nochmal. Es ist aber ein schlechter Vergleich. So. Wird dann jemand kein Creeper da jetzt reingejagt? Kann ich da meinen ersten Diamanten abbauen? Dann? Ich habe schon volle Eisenrüstung, nicht mal eine halbe Stunde gespielt. Wie sieht es bei euch aus? Theoretisch habe ich eine. Theoretisch. Ja, ich müsste das Eisen nur durchbrennen. Ich habe 37 Eisen gerade im Inventar. Dann macht das mal. Müsste damit zurück. Nice. Oh, mein Name ist Advanced Diamond. Das geht auch noch gleich mit, obwohl es keiner braucht. Ja. Bitrate habe ich aber 6000 eingestellt, so wie sonst auch. Die habe ich nicht verändert. Also keine Ahnung, warum das jetzt so läuft gerade. Ich könnte höchstens mal den Stream kurz stoppen und nochmal neu anfangen und gucken, ob es dann besser ist. Wie gesagt, du hast jetzt 4 Leute, die sagen, der Stream schlecht läuft, aber das sollte eigentlich dann reichen. Das ist... Okay, ich mach mal kurz hier Beenden und nochmal neu. Also bis gleich.